Guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Kuhmann. Das ist Minecraft All of Fabrics 3. So, und letztes Mal haben wir hier die Maschine gebaut. Und es sieht wirklich gut aus von dem her. Und was jetzt noch ein bisschen offen ist oder was wir noch machen können, ist effektiv hier noch ein kleines Wegchen bauen. Und zwar, Wegchen heißt Treppenhaus. Habe ich mir so überlegt, die letzten Stunden im Bett, weil ich konnte so nicht schlafen. Die ganze Nacht nicht, fast. Echt komisch, aber es gibt so Nächte. Weiß gar nicht, ist Vollmond? Ich habe keinen Plan, aber dennoch lasse ich es mir nicht nehmen, heute noch eine kleine Folge aufzunehmen hier. Vor allem auch mit dem Hintergrundwissen, dass ich arme Sau bald schon wieder beim Zahnarzt auf dem Tisch liegt und jetzt ja wahrscheinlich noch besser sprechen kann als später. Gut, alles klar. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Durchgang. Das würde bedeuten, wir haben ja hier hinten, also nicht hier, sondern hier hinter ist ja effektiv eine Fünfermauer. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Also 3, 4, hm. Das ist bis da eigentlich, wo wir ausgebuddelt haben. Das wird eigentlich passen von dem her. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, wo wir rauskommen. Und runterkommen eigentlich. Und erstmal hier das ganze Zeug wegtun. Und ich dachte mir, ich mache 3 Stufen. Plattform 3 Stufen. Denn es gibt da noch was, was ich euch noch beichten muss. Aber das zeige ich euch gleich. Und die 3 Stufen würde ich in der Mitte machen, dass wir in der Mitte von den 3 Stufen, also eingemittelt, eigentlich sagen können, da käme dann effektiv eine Tür rein. Aber lasst uns jetzt erstmal zur Mauer kommen. Da kann ich euch das zeigen hier. Und weg, und weg. Hier ist er. Sehr schön. Das heißt, bis hier müssen wir eigentlich alles freischaufeln. Oh, ist die Mauer, oder? Ja, dann so. Das würde bedeuten, ich würde nämlich hier nachher zumachen. Den Zweiergang. Hab mal. Hm. Mann, Mann, Mann. So. Ja, wenn es hustet und niest, dann ist wohl Frühling langsam. So, hier. Da kann man hier zur Tür raus. Da hätten wir hier eine Stufe. So. So sieht das aus. So. Und dann haben wir hier noch ein bisschen frei zu machen. Machen wir hier mal Licht. Sehr schön. Und da haben wir noch Kohle hier. Auch gut. Ich mache das mal weg. Vielleicht haben wir ja eine Dreiertür sogar. So ein Dreierdurchgang hier so. So offiziell. Das wird dann bis hier gehen. Hier muss ich dann irgendwie noch einen Abschluss schaffen. Und was haben wir hier? So. Sehr schön. Und wenn man sich dann das so überlegt. Haben wir hier eins. Stufe, Stufe, Stufe. Das heißt, ich würde aber hier freilassen. Vielleicht hier Stufe. Lass mal gucken. Stufe hier. Stufe hier. Stufe hier. Dann müsst ihr hier 3 frei haben.
Ich muss es machen. Ich kann es nicht einfach so abschätzen. Da haben wir natürlich wieder Kohle hier. Sehr schön. Hier so und hier so. Dann lass mal ganz kurz Stufen holen. Was nehmen wir hier? Stone Stairs. Ja, das ist gut. Ist okay für den Anfang. Alles klar. Nee, das ist falsch. Räumen wir hier alles raus. Unten kann ich ja nochmal rausnehmen dann. Komm, nehmen wir das auch noch weg. Ist ja logisch, ist ja gedacht, hier, wo ich die Treppe bauen möchte. Aber Kohle, natürlich. Natürlich. So, also. Haben wir gesagt, Stufe hier. Stufe hier. Dann machen wir hier Cobblestone, oder ist eigentlich egal, das können wir auch so machen. Stufe hier. Stufe hier. Was habe ich jetzt? Kabel gelegt, ist auch geil. Ein Mini-Block. Gut. Okay. Und dann wäre es dann halt so. Der ist falsch. Hier machen wir Cobblestone. Einfach fürs Auge natürlich wieder. So, komm. Dann wären wir hier. Ja, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Dann wäre das hier so. Das soll ja auch ausschauen nachher, gell? Gut. Also, dann haben wir hier 1, 2, 3. Dann ist hier wieder Stufe. Aber was fixiert wäre hier? Sehr schön. Das ist gleich der Außenrand der Stufe, das ist super. Nehmen wir noch ein bisschen Blaustein weg. Hier noch ein bisschen normalen Stein. Oh, was haben wir denn da? Ich zeig's euch gleich. Gut. Weißt du was? Jetzt muss ich hier noch ganz kurz den Replay-Recorder abschalten. Schön. Gut, also dann haben wir das hier. Dann. Blaustein weg. Blaustein weg. 1, 2, 3. Nice. Und hier hinten. Können wir dann nach hinten raus hier? Das ist doch schön. Das ist sehr schön. Und hier habe ich was gemacht. Kleiner Eingang. Hier werden wir sowas wie einen Kartenraum machen. Ob das hier mit 4x4 schon genügt, bin ich mir noch nicht klar. Ich denke mir, das könnte auch größer werden. Aber das wäre gut. Ja, ich glaube, das ist gar nicht schlecht von den Verhältnissen her. Und so verbinden wir ganz langsam die ganzen Häuschen und machen hier wirklich so eine kleine verschachtelte Burg rein in den ganzen Berg. Das wäre richtig gut, ich sag's euch. So, dann kommt hier Stufe. Dann ist so, hier die zwei müssen noch weg. So. Und dann haben wir hier ein zweites Treppenhaus eigentlich gemacht. Hm? So, das so.
dann bis hier kommen würde, kommen. Freeze. Und dann so. Da kann man hier mal ausbuddeln. Das kommt super. So, und irgendwie, ich muss mal eine bessere Spitzhacke haben. Obwohl die eigentlich vom Mining-Level gar nicht schlecht wäre. Aber vielleicht geht die einfach nicht mehr so gut, weil sie echt schon demoliert ist. Könnte sein. Das weg, das weg. Hier die Stufen, das ist schön. Und hier haben wir das. Dann kommt das hier auch weg. So. Hier kommen wieder Stufen. Kohle. Sehr schön. Aber ungefähr versteht ihr jetzt, was ich meine. Hier machen wir natürlich alles wieder schön dann. Das wäre dann bis da hinten, wenn ich das richtig sehe. Da kommt die Mauer. Sehr schön, das ist gut. Da haben wir eigentlich wie zwei Eingänge. Also jetzt noch, nachher, aber die, dann das so und hier kommt dann effektiv die Geschichte mit den Stufen. Ja, ich finde das gut. Jetzt nehmen wir hier kurz die Kohle mit. Und dann kann man sagen, hier, heute ist einfach auch wieder Buddelei. Aber mal gucken, was hier unten noch drin ist. Was noch weiter nach Kohle zu graben gibt. Unter der Stufe. Schaut aber gut aus. Ja, hier hinten. Naja, nehmen wir uns das auch noch mitkommen. So. Ist eigentlich gut soweit. Dann machen wir das hier noch weg. Würde ich sagen, haben wir schon wieder einiges gemacht, was gemacht werden muss. Naja, es ist heute nicht die Riesen-Action hier, aber architektonisch eine wichtige Folge. So, die Kohle nehmen wir mit hier. Komm, komm. Das hier auch noch. Sehr schön. Perfekt. Und dann gehe ich dann nachher auch schon zum Zahnarzt. Freude herrscht. So, komm, das hier noch weg. Sehr schön. Dann kann man das wieder füllen, wie ein Loch im Zahn. Was für ein Vergleich. Gut, dann haben wir hier Andesite, Cobblestone will ich haben. So. Dann machen wir hier ganz kurz Stufen. Wo haben wir denn? Wo haben wir die Workbench? Die haben wir gar nicht mehr aufgestellt. Das geht doch gar nicht. Und lass das mal hier machen. So, zack, zack, zack. So, da haben wir das hier. Das ist wieder schön falsch. Machen wir das so, nochmal weg mit dir. Dann vielleicht hier in der Mitte. Dann können wir das wegnehmen. Das so.
machen wir das ein bisschen abwechslungsweise hier. Dann vielleicht eine Brickstone Stair muss ich noch haben. Ach komm, das können wir nachher strukturieren. Mir geht es jetzt einfach mal so um das How-To. Und wenn man jetzt sagt, okay, das hier ist das Treppenhaus irgendwie. Hm? Dann haben wir dann hier hoch. Da haben wir hier die drei. Das heißt, hier können wir vielleicht sagen, Mauer, Mauer. Das ist weg dann. So, einfach mal kurz, dass wir es definiert haben. Mauer, Mauer. Dann habe ich hier aha. Das wäre demnach hier hinter. Lass mal gucken. Wollen wir jetzt sagen, dass wir vielleicht sogar eins breiter hier. Nämlich zum Balkon, den mache ich aber aus Holz dann. Ich glaube, ich muss das hier noch eins größer machen. Und dann kann man hier rausgucken und hat eigentlich so einen Gartenraum ein bisschen tiefer gelegt. Das ist so mein Gedanke und meine Idee, meine Intention hier. Aber wie man das genau dann realisieren oder nicht, das gucken wir dann noch. Und der Gartenraum, der wird relativ groß werden. Ich möchte da wirklich so mit 3D-Karten was machen. Das würde dann aber bedeuten, was haben wir hier so, Mauer, 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 dass hier wieder zu ist, dass wir hier den Gang ein bisschen größer machen können. Hier können wir nach hinten hier, hier können wir nach oben. Und so haben wir ein paar Fluchtwege. Ach ja, hier habe ich auch noch ein bisschen weiter gebaut. Ich habe den Gang ein bisschen strukturiert. Einfach ein bisschen wieder abgewechselt mit verschiedenen Materialien, ein bisschen Pflanzen reingetan. Können wir hier vielleicht noch ein Tor? Eine Tür setzen? Haben wir eine Tür hier? Ne, haben wir natürlich nicht, aber das machen wir morgen früh. Jetzt gehen wir erst pennen hier, komm. So. Sehr schön. Ich würde sagen, das ist da somit dann noch die letzte Aktivität, die wir machen hier. Dass wir Holz nehmen. Na, na. 4, 4. 8 Stück, sehr schön. Das machen wir so. 3. Ja, komm, geht sich aus. Dann haben wir hier einfach schon mal zu. Das würde bedeuten, wir machen das so. Und dann kommen wir dann hier hinten. Ah, ist nicht schlecht. Ich muss hier noch ein bisschen Deko von der Decke muss ich noch machen. Hinten noch fertig bauen. Aber das wird spannend. Hier geht es dann runter so in den einen Raum. Was wir hier machen, weiß ich noch nicht. Boden müssen wir noch auslegen. Also es gibt schon noch einige Dinge zu tun. Aber im Großen und Ganzen. Balkon muss ich, ja, vielleicht noch eine andere Farbe nehmen. Dann haben wir hier schon wirklich so eine kleine Burg. Finde ich geil. So, das hier so. Dann das Dach fertig machen. Hier der Garten. Nice. Das sieht auch gut aus von hier. Der Baum ist hässlich. Der Hässlon müssen wir noch wegmachen. Aber soweit eigentlich ist okay, ja? Wir kommen voran. Langsam und stetig, was wir hier machen, bin ich mir auch noch nicht bewusst oder im Klaren. Ich dachte mir, hier machen wir vielleicht so eine Blacksmith, aber was mich dann ein bisschen, ja, gestört hätte, in meinem Schlafzimmer und hier stehen sie ganz dann nach Kohle. Ich weiß nicht, ob das wirklich schön ist. Dann hier müssen wir noch zumachen.
Dann kann man hier das noch machen, so. Haben wir 12. Was ist denn jetzt? Was habe ich hier gemacht? Kann ich das wieder groß machen, bitte? Dwarf Coal. Ich hoffe, ich kann das in den Ofen schmeißen und habe es jetzt nicht zerstört hier. Muss man mal gucken. Kann ich das in den Ofen schmeißen? Das brennt dann auch. Schneller, aber ist okay. Kann man lassen. Gut. Sehr schön. Also, dann würde ich sagen, wir haben es für heute wieder. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen weiterbaue. Aber so Grundkonzept Treppenhaus wurde verstanden, habe ich das Gefühl. Und ja, natürlich wird es dann schön. Hier machen wir zu dann. Sag mal, das wäre dann so. So irgendwie. Dann ist das weg. Ja. Haben wir noch Stufen. Sehr schön. Eine solche. Eine solche. Da muss ich hier nicht mehr hüpfen. Keine Hüpfburg mehr. Sehr schön. Gut. Wir gucken, wo es hinführt. Gell? Aber schön seid ihr hier. Und genießt die Zeit mit mir. Können wir das hier noch wegmachen? Komm. Es wird burgig. Burgig. Also, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.